Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Community Replays. Heute hier auf dem vereisten Tempel oder Tempel Gelee oder so, wie ich gerade gesehen habe. Denn derjenige, der das Replay eingeschickt hat, scheint die französische Sprachversion von StarCraft 2 zu nutzen. Auf jeden Fall haben wir hier links oben in blau gespawnt den Protoss. Es ist Pascal DSM, den ich natürlich einfach weiter Pascal nennen werde in dieser Folge. Und rechts unten in rot gespawnt haben wir den Zerg Sawyer. Ach, das erinnert mich an die guten alten Lost-Folgen. Wir sehen auf jeden Fall viele, viele Drohnen beim Zerg. Die Hedge First soll es geben. Das Ganze ist gespielt in der Diamantliga, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, so ist es, Diamantliga. Das heißt, wir können hier schon ein sehr, sehr ordentliches Match erwarten eigentlich. Protoss hier fährt gerade rüber, scoutet jetzt mit seiner Sonde nach der Basis des Zergs und wird diese auch vorfinden. Kann allerdings nicht mehr die Hedge blocken, dafür ist es dann doch ein bisschen zu spät. Wir haben keinen Forge hier am Anfang, das heißt, es wird keinen Cannon Rush geben, sondern ganz normal den Warp-Knoten hier Gas dazu genommen. Ich denke, jetzt sollte gleich die Echse schon kommen hier. Wir haben schon 300 Mineralien. Ja, jetzt fährt er hier runter an die Minerals, um sich hier ein bisschen Zeit zu kaufen, um zu sehen, ob hier vielleicht auch eine Drohne ist, die das Ganze blocken soll. Und jetzt sind die 400 Mineralien gesammelt. Das heißt, der Nexus kann gesetzt werden. Gleich der Cybernetic Score hinterher, wenn 150 Mineralien sind. Hier wurde auch gesehen, was hier so läuft. Ist er in die Base reingefahren? Ja, hat tatsächlich den Pool nicht gesehen. Jetzt erst halb durch ist. Gas sammelt hier schon, wird schon fleißig gesammelt. Und das sollte klappen, dass hier 100 Gas gesammelt wurden, sobald der Pool durch ist. Zumindest so ganz knapp. Also es sollte jedenfalls dann nicht mehr so lange dauern. Und dann kann man direkt Speed andrücken. Und das ist natürlich gefährlich, falls man dann sich entscheidet, als Zerg viele Linge zu spielen. Gegen den Protoss kann das funktionieren, kann aber auch ordentlich schief gehen. Deshalb bin ich mal gespannt, was wir da sehen werden. Wir sehen auf jeden Fall ein zweites Gateway von Pascal. Das heißt, möglicherweise sehen wir wieder viele Adepten. Aber davon würde ich jetzt erstmal ausgehen. Speed jetzt angedrückt, wie bereits angekündigt. Und jetzt ist die Frage, was ist der Spielstil, den hier der Zerg wählen möchte? Möchte er defensiv erstmal auf Speedlinge gehen? Möchte er diese vielleicht sogar offensiv nutzen oder möchte er möglichst schnell auf Roaches und vielleicht sogar Hydras gehen, um dem Protoss das Leben schwer zu machen? Erstmal sollte er wahrscheinlich hier hochdrohen und genau das macht er auch. Zwei Drohnen aktuell im Bau, zwei weitere Queens oder die ersten zwei Queens, um natürlich gleich Injects zu setzen. Auf der anderen Seite sehen wir die Tech-Wahl von Pascal, nämlich das Raumportal, das heißt entweder Oracles oder Phoenixes möglich. Gegen Zerg gefallen mir auch Phoenixes immer sehr gut. Bin mal gespannt, was wir da sehen. Wir sehen tatsächlich einen Stalker defensiv. Und einen zweiten dazu. Interessant. Das ist eher die defensive Variante. Adepten wären offensiver, wobei man Adepten auch defensiv nutzen kann, aber Stalker würde ich definitiv aktuell als defensive Variante sehen. Es sei denn, wir sehen irgendwie einen +2 Blink-Upgrade-Push, aber der ist aktuell überhaupt nicht mehr in Mode und dafür fehlt auch einfach die Forge. Deshalb denke ich nicht, dass das geben wird. Zwei Stalker jetzt defensiv. Wir haben hier keinen Pylon hinten. Das könnte noch gefährlich werden, falls jetzt hier viele Linge kämen, um Druck auf den Nexus ausüben zu können. Könnte hier nicht durch Proton Overcharge gestärkt werden. Auch durch die Tatsache natürlich, dass der Mothership Core noch gar nicht durch ist. Und wir sehen tatsächlich 12 Linge aktuell im Bau. Wobei 12 Linge noch nicht... Ah, 14 jetzt schon. Aber ich würde immer noch nicht sagen, dass das genug ist, um hier zu pressuren. Höchstens um eine dritte anzugreifen, falls sie jetzt frühzeitig genommen würde. Apropos dritte, die ist jetzt auch schon im Bau hier bei Sawyer. Und wir sehen tatsächlich ein Oracle bei Pascal. Kann man auch immer hier sehr schön sehen, falls man mal dagegen spielt. Beim Stargate sieht man deutlich, was für eine Einheit hier gebaut wird. Auf der mittleren Stufe sieht man es hier am besten. Das ist ein Oracle. Das sieht man bei jeder Einheit, die im Stargate gebaut wird, was da rauskommt. Auch als Gegner. Und das ist immer sehr schön. Damit weiß man jedenfalls, was auf einen zukommt. Jetzt kommen hier die Linge dran, die surrounden die Stalker. Ein Stalker, jetzt gefallen der zweite auch. Der dritte könnte auch noch angegriffen werden. Photon Overcharge war ein bisschen spät gezündet. Allerdings mit Photon Overcharge sollte hier der Zerg nicht mehr drauf gehen. Wir sehen, aktuell hat der Protoss ein bisschen mehr verloren, auch wenn es an der Anzahl an Einheiten beim Zerg natürlich deutlich mehr sind. Aber Zerglinge kosten ja nichts im Vergleich zu Stalkern. Das hat sich durchaus gelohnt, zwei Stalker hier mitzunehmen. 100 Gas vor allen Dingen. Kann man immer mal machen. Vor allen Dingen hat der Protoss jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Respekt davor. Behauptet hier auch die ersten Adepten rein. Adepten deutlich besser gegen Zerglinge. Und es sind nochmal weitere Zerglinge gebaut worden. Währenddessen fliegt jetzt übrigens das Oracle rein. Sporkwaller jetzt im Bau erst. Das heißt, es dauert noch, bis der da ist. 3 Kills schon gesammelt, 4 Kills. 5. sollte er auch kriegen, 6. auch. Und dann sollte er sich möglicherweise zurückziehen. Die Frage ist, möchte er hier seinen
euch vollständig committen. Nein, er zieht es zurück. 9 Kills gesammelt. Das kann sich sehen lassen. Das ist ein sehr, sehr guter Schaden. Wir sehen 41 Probes zu 22 Drohnen. Das Ganze kommt natürlich dadurch, dass hier sehr, sehr viele Dinger gebaut wurden für Sawyer, der sich hier scheinbar stark darauf committet. Halte ich für einen Fehler. Es sei denn, er schafft es jetzt hier durchzukommen. Wir haben aktuell einen Fordern Overcharge verfügbar, der allerdings nicht gezündet werden muss. Die Adepten regeln da das Ganze schon. Und wir sehen hier den Fleet Beacon, der gerade hier fertig wird. Das heißt, es können Carrier gebaut werden. Oder Tempest. Normalerweise würde ich es in einer anderen Reihenfolge sagen, denn normalerweise wird auf Tempest gegangen, aber ich habe schon die Beschreibung für dieses Replay gelesen und da stand drin, dass es Carrier geben wird und eben das sehen wir jetzt auch. Auch die sieht man übrigens sehr, sehr deutlich hier, wie sie gebaut werden. Auf den Ultra-Einstellungen, wo ich hier gerade bin, ist das tatsächlich am schlechtesten zu erkennen. Wenn man auf den niedrigen Einstellungen spielt oder auf den mittleren, dann erkennt man das auch deutlich besser. Viele der Profispieler machen das ja auch. Zweites Target auch schon durch, das heißt, zweiter Carrier kann jetzt gebaut werden. Bin mal gespannt, ob wir jetzt hier auch das +1er Attack-Upgrade für Air-Weapons sehen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, denn das stärkt natürlich die Interzeptoren auch nochmal deutlich. Dritte Basis jetzt im Bau, da bin ich gespannt, wie er die halten will. Aktuell scheint allerdings der Zerg hier sich nicht committen zu wollen. Droht jetzt eher erstmal hoch, muss es hier schaffen, selbst aufzuholen, was das Income angeht, denn 38 Worker sind deutlich weniger als der Zerg hat. Leider steht jetzt hier das Oracle. Das ist was man nicht so gerne haben möchte. Oracle kann natürlich auch noch mit seinem Spell hier, mit seiner Fähigkeit, die gegnerischen Einheiten markieren. Und bei so großen Flugeinheiten wie Carrion, bei so langsamen Einheiten, ist das doch ein deutlicher Vorteil zu wissen, wo die Armee des Gegners steht, damit man sich da gut hinbewegen kann. Wir sehen übrigens das erste Attack-Upgrade jetzt hier für Air Weapons im Bau. Wie gesagt, die beiden Carrier im Bau, das dauert übrigens ewig. 86 Sekunden dauert es, bis ein Carrier fertig ist. Und dann müssen auch noch die Interzeptoren erforscht werden. Wir sehen hier aktuell nur 4 dort, jeweils 4 weitere. Kann man auch bauen für 25 Mineralien pro Stück. Das unterschätzt man. Das klingt nicht nach viel, aber da das pro Träger nochmal 4 weitere sind, sind das nochmal 100 Mineralien extra zusätzlich zu den 350 Mineralien, die der schon hier im Bau kostet und dem 250 Gas, glaube ich. Aber wie wäre es, das schweineteuer Carrier zu bauen? Das Ganze wird sich auch ein bisschen ändern, wenn der neue Patch dann irgendwann kommt. So ist jedenfalls aktuell die Planung. Ist natürlich noch nichts Finales da, aber Interzeptoren sollen dann ja kostenlos werden, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich mich nicht völlig verlesen habe. Und dafür, glaube ich, ein bisschen was angepasst werden. Carrier sieht man ja sonst leider aktuell überhaupt gar nicht. Waren ja in der Beta sehr beliebt, als die Fähigkeit hier Interzeptoren freigeben dazu kam. Die soll übrigens wieder entfernt werden, meine ich. Die ist sehr, sehr stark. Allerdings dauert es halt ewig, bis man diese Carrier hat. Denn die Bauzeit wurde wieder angehoben, war in der Beta kurzzeitig ein bisschen gesenkt. Aber das hat man wieder rückgängig gemacht. Und seitdem ist das Carrier-Play quasi tot. Ja, wir schauen nochmal bei Sawyer. Er hat inzwischen einen Hydra, denn er braucht natürlich jetzt Einheiten, die Lufteinheiten angreifen können. Hydras können gegen Carrier schon guten Schaden machen. Ich denke, man müsste hier, wenn es wirklich auf die absolute goldene Armada des Protoss hier rauslaufen soll, müsste man als Zerg schon einen Mix spielen aus Hydras, Vipern am besten noch und Corruptor. Gegen Carrier selber ist natürlich die hohe DPS von Hydras ganz gut, aber man muss halt auch erstmal drankommen und Hydras schmelzt natürlich gerne weg, vor allem wenn wir jetzt hier noch so einen Adepten-Support haben. Ist das schon nicht so einfach. Was allerdings noch viel schlimmer ist, ist, dass Sawyer überhaupt nichts davon weiß. Er weiß zwar, dass es ein Stargate gibt, weil er das Oracle kennt. Allerdings hat er hier von der Armee noch nichts gescoutet, sieht hier nicht, dass Carrier gebaut werden, hat hier die Armee auch nicht im Blick und hat aktuell keine einzige Einheit, die in die Luft schießen kann, mit Ausnahme seiner 4 Queens und die reichen dann doch nicht aus, auch wenn sie immer weiter gestärkt wurden mit den letzten Patches, beziehungsweise im letzten Patch. Aber das ist natürlich was, was hier nicht hilft. Wir sehen das Range Upgrade und die Bewegungsgeschwindigkeitserhöhung für die Hydras, aber es sind einfach noch keine Hydras da. Und Roaches werden jetzt hier ganz schön Probleme bekommen. Die vierte Basis wird auf jeden Fall fallen. Roaches gehen jetzt hier drauf. Das kann sein, dass er damit mit der Ground Army aufräumen kann. Hatchery übrigens nicht gecancelt. Das heißt, die 300 Mineralien, die 350 Mineralien, die Drohne ist ja auch noch dabei, unmittelbar verloren. Ja, und die Roaches, die können leider nicht in die Luft schießen, haben jetzt zwar die Ground-Armee wunderbar auseinandernehmen können. Allerdings, die Interceptoren können jetzt hier langsam aber sicher aufräumen. Das Problem ist, hier hinten ist leider gerade gar nichts. Die Carrier sehr, sehr immobil. Er muss jetzt schnell nach Hause kommen, möglicherweise sich sogar recallen. Roaches deutlich mobiler. Man
man das schon, dass man sagt, dass Roaches die mobile Einheit sind auf dem Spielfeld. Und das ist natürlich normalerweise auch nicht die allerschnellsten. Aber im Vergleich zu Carrion halt doch deutlich, deutlich schneller. Die dritte Basis kann jetzt hier einfach rausgenommen werden, wenn er sich jetzt so entscheidet. Allerdings jetzt die Carrier wieder da. Muss jetzt entscheiden. Möchte er die dritte rausnehmen oder rennt er hier weiter weg? Vierte Basis sollte er nicht durchkommen lassen. Denn sobald der Protoss hier mehr Basen hat als der Zerg, dann gibt es ein Problem. Wir sehen hier übrigens, die Interceptoren waren immer noch da, sind jetzt gestorben. Nach einer gewissen Zeit verabschieden die sich. 43 Sekunden lang bleiben sie im Einsatz, danach sind sie tot. 43 Sekunden, allerdings in StarCraft eine ganze Menge. Das ist schon eine ganze Weile, wo die Inzeptoren dann noch Schaden machen können. Wir sehen inzwischen Mars Hydras im Bau, plus 2er Attack Upgrade, auch für diese Hydras. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus, was er jetzt hier hat. Damit kann er schon vielleicht mal 2 Carrier töten. Ja, wie viele haben wir inzwischen? Ja, es sind zu viele inzwischen schon einfach. Die werden in der Zwischenzeit einfach die Hydras aus dem Weg räumen können, bevor diese mit ihrem Schaden ein Träger hier rausnehmen. Und das werden wir jetzt sehen. Hier die Carrier werden gefokust hier durch die Hydras. Der erste stirbt, der zweite fällt auf. Aber jetzt ist gleich nichts mehr da, was in die Luft schießen kann. Der dritte fällt auch noch, aber jetzt ist halt wie gesagt nichts mehr da. Wären im ersten Schritt schon so viele Hydras da gewesen, als die Anzahl an Interceptoren hier und vor allem an Carrier noch nicht so hoch war. Dann hätte das klappen können, aber jetzt sieht es sehr, sehr schlecht aus. Spawncrawler übrigens sehr, sehr gut gegen Interceptoren. Aber unterm Strich sind das natürlich hier... Ist das nicht mehr genug? Ist nur ein Spawncrawler. Jetzt kommen hier langsam aber sicher immer so ein paar Hydras angetrudelt. Einzelne Hydras alleine werden hier die Carrier auch nicht aus dem Weg räumen können. Schön wäre es jetzt natürlich, wenn Pascal den Hydra dann fokussen könnte. Allerdings weiß er nicht, wo der steht und der ist auch ein bisschen aus dem Weg. Deshalb wird es das hier nicht gehen. Aber wir sehen, wie viel Schaden hier die Interceptoren erstmal an der Headstream machen. Die wird jetzt hier fallen. Damit kein MK mehr an der dritten möglich. Die vierte Basis steht allerdings schon. Das heißt, die wird jetzt saturiert. Das ist jetzt noch nicht so das Hauptproblem. Aber das Hauptproblem ist, er kann einfach hier nicht mehr die Armee schlagen. Und da ist dann das GG, beziehungsweise es fehlt. Aber das ist hier der Sieg für Pascal. Denn es reicht einfach nicht mehr aus für Sawyer. Ich würde sagen, da ist noch ein bisschen was möglich, das zu perfektionieren, aber es war schon mal auf jeden Fall sehr schön, das zu sehen. Endlich mal wieder ein bisschen was anderes. Carrier sieht man sonst ja eigentlich nie. Hat mich sehr gefreut. Der Roach Counter hätte noch zu Problemen führen können, tatsächlich, muss man sagen. Und vor allen Dingen auch, wenn der Zerg vorher gesehen hätte, dass es auf Carrier geht, hätte er wahrscheinlich mehr Hydras gehabt und dann wäre das im ersten Push möglicherweise geschlagen gewesen. Aber die entscheidende Schlacht war halt die zweite jetzt am Ende, wo zu viele Carrier einfach da waren gegen die Hydras. Hätten die Hydras das Ganze abräumen können, dann wäre das wahrscheinlich der Sieg für den Zerg gewesen. Hat aber so gerade nicht gereicht. 3 Carrier oder 2 oder so haben noch überlebt. Und dementsprechend war dann einfach nichts mehr möglich für den Zerg, da er seine Hydras nicht mehr sammeln konnte und die einzeln eben sehr schön auseinandergenommen wurden. Ja, sehr schönes Spiel. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.